Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MDMD-Box von Yoshimitsu. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MDMD von Yoshimitsu, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das aus. Wir haben hier eine relativ schlichte Kartonbox in Weiß. Und diese Optik ist aber beabsichtigt, denn wir haben hier diverse Marken und Sticker drauf. Und zwar soll das so wie ein Paket aus den USA sein, denn wir haben hier United States Postal Service, dann lesen wir noch LA, California Republic, City of Las Vegas, Nevada, Export Texas Cleared, USA Department of Legal Distribution. Und dann haben wir noch High-Level Specials auf X. Also für die den Schriftzug irgendwoher kennen, das ist FedEx, aber in dem Fall eben abgewandelt auf X. Sehr schön gemacht. Und wir lesen hier MDMD. Das ist in dem Fall keine Droge, sondern hier steht Montag, der Morgen danach. Also das ist die Abkürzung und Montag, der Morgen danach der gesamte Titel. Und dann lesen wir noch Independence LAX BLN, also von LAX nach Berlin. Independenza und dann haben wir hier noch einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein. Der Deckel ist nicht aufzuklappen, sondern wirklich abnehmbar. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir eine Bonus-EP. Das Album an sich. Eine Autogrammkarte. Diverse Postkarten, Papes und ein Poster. So sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß, wie gesagt, relativ schlicht in dieser Kartonoptik. Box mal zur Seite. So, und nachdem das Album noch eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen, das Ganze aufschneiden. Am besten hier. So. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier Yoshimitsu liegend auf. Da ist die Frage, was das sein soll. Sieht irgendwie wie ein Bett aus, aber relativ chaotisch das Ganze. Also er scheint irgendwie gerade herunterzustürzen und herunterzufallen. Sehr spannendes Cover auf jeden Fall. Und wir haben hier diverse Monster dazu gezeichnet, die ihn hier heimsuchen. Independenza präsentiert MDMD. Montag, der Morgen danach, Yoshimitsu lesen wir hier. Das Ganze ist ein Standard-Toolcase. Hier auf der Seite haben wir noch die Logos, beziehungsweise das Logo von Independenza. Dann haben wir hier auf der Seite nichts weiter stehen, außer ja, den Code des Releases und hier oben nochmal das Logo von Independenza. Und hier auf der Rückseite haben wir dann das Bett verlassen und dann haben wir hier die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 13 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Motrip und Joker, Raf Camora, Sudden, Berkan und Carmo Caputo. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So. Hier haben wir diverse Szenen aus den nächtlichen Aktivitäten von Yoshimitsu. Also feiern, feiern, feiern. Dann haben wir die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat das Ganze produziert, wer wurde gefeatured, wer war daran beteiligt. Dann hier diese Streifen. Ah, und das war's auch schon. Zum Abschluss gibt es noch eine goldene Winkekatze. Die CD sieht so aus. In schwarz und rot gehalten. Auch hier wieder so verschwommene Aufnahmen des Nachtlebens. Selber auch nochmal hier im Hintergrund zu sehen. Dann haben wir mit dabei eine Bonus-EP und zwar nennt sich die 7-Tage-EP.
Hier haben wir wieder drei dieser Monster abgebildet und die halten drei Schilder in den Händen. Weed, MDMA und Speed lesen wir hier. Das Ganze auch wieder in dieser rosa-blau-Optik. Und dann haben wir hier die sieben Tracks, passend an die sieben Tage hier. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also dürften allesamt Solo-Tracks sein. Die CD sieht dann so aus, ebenfalls in rosa und blau gehalten. 7 Tage EP. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Sieht so aus, Yoshimitsu hier auf dieser Wand, auf dieser steinernen Wand. Hier im Hintergrund auch wieder ein Monster an dieser Brücke. Und hier lesen wir Yoshimitsu, wurde hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Rückseite ist gestaltet wie eine Postkarte, bedeutet, ihr könnt das natürlich auch gerne verschicken. Ich werde die auf keinen Fall verschicken, denn ich möchte dieses Autogramm natürlich gerne behalten und die Karte bei mir belassen. Dann haben wir mit dabei einmal diese Longpapes, beschriftet auch hier wieder mit Yoshimitsu. Das Ganze hier in blau und weißen Wolken gehalten. So sieht das Ganze dann von innen aus, wie man das kennt. Wir haben hier einmal diese Longpapes und hier unten dann entsprechend diese vorperforierten Streifen, um die Filter zu rollen. Was auch immer ihr für einen Verwendungszweck für diese findet, ist natürlich euch überlassen. Dann haben wir diese Postkarten. Und so haben wir hier diverse Motive. Allesamt mit Yoshimitsu drauf und immer auch diese Monster. So sieht das aus. Also hier diverse Aufnahmen aus Las Vegas bzw. Los Angeles. Und immer editiert mit diesen riesigen oder teilweise riesigen Monstern. Hier vor dem berühmten Schild Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Dann hier am Strand. Was wird hier getrunken? Sieht nach Johnny Walker Red Label aus. Ja, das war's. Also wir haben dann hier insgesamt noch 6 von diesen Postkarten mit dabei. Und die sind auf der Rückseite allesamt so gestaltet. Bedeutet auch diese hier gut geeignet, um sie zu verschicken. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Relativ kleines Poster im Querformat. Wir sehen hier Yoshimitsu mit einem Apotheke-Hoodie. Darunter lese ich mir auch nochmals. Hoffe, man kann das erkennen. Auch nochmals Yoshimitsu, also dürfte eventuell Merch sein. Und hier im Hintergrund die Beine bzw. den halben Hintern einer Dame, die hier bei Yoshimitsu genächtigt haben dürfte. Das Ganze kommt im Querformat und ist einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dabei ein Shirt. Und zwar ist dieses so gestaltet, also in schwarz und weiß und auch hier wieder diese rosa-blauen Balken mit dabei. Sehr ausgefallenes Motiv, wir haben hier wieder diese ganzen Monster mit drauf. Gefällt mir aber rein von der Optik echt gut, also auch diese farblichen Balken her. Die haben auf jeden Fall was. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit diesen Monstern, mit diesen ganzen Kreaturen hier aufgedruckt, mitten auf dem Brustbereich. Darunter lesen wir Yoshimitsu. Und dahinter, hinter diesen ganzen Kreaturen, haben wir dann noch diese beiden Farbbalken in Pink und in Blau. Gefällt mir von der Gestaltung richtig gut, auch wenn das Shirt ja farblich ja schlicht gehalten ist. Aber gerade diese beiden farbigen Balken hier, die peppen das Ganze noch auf. Und das ist ein Shirt, das kann man in meinen Augen gut anziehen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster im Querformat einseitig bedruckt, die 6 Postkarten, die Longpapes inklusive Filtertipps, die unterschriebene Autogrammkarte, die Bonus-EP, 7-Tage-EP mit 7 Tracks darauf und natürlich das Album an sich im Standard-Toolcase mit 13 Tracks, womit wir dann insgesamt auf 20 Tracks kommen. Gut. Das alles in dieser wunderbaren Box MD von Yoshimitsu. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Yoshimitsu unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.